Herzlich willkommen, liebe Leute, zum dritten und letzten Video bezüglich meiner Simmering-Austauschaktion an der Simme. Wir haben jetzt die Simmeringe drin und Dichtringen von der Schalthebelwelle und Kickstartwelle. Jetzt müssen wir noch die Zündung einstellen, das heißt, dieses Video beschäftigt sich nur mit dem Zündung einstellen. Der Deckel ist noch ab, ich habe den noch nicht drauf gebaut. Dementsprechend brauche ich den natürlich jetzt auch nicht abbauen. Wir drehen jetzt mal eine Messuhr rein. Ich habe so ein bisschen Werkzeug hier am Start. Wir brauchen auf jeden Fall eine Messuhr, die ihr gerade in dem Karton gesehen habt. Wir brauchen auf jeden Fall Kabelsalat hier. Nein, wir brauchen auf jeden Fall eine Zündlichtpistole mit einer 12-Volt Batterie. Ich nehme da immer eine externe. Ich weiß gar nicht, ob das mit der kleinen auch gehen würde. Bestimmt ja, warum nicht? Aber ich mache mit meiner externen, die ich hier rumstehen habe, also die Zündlichtpistole. Dann gucken wir mal nach der Messuhr. Ja, da muss man natürlich jetzt erst einmal alles kaufen oder sich vom Kumpel leihen oder mit dem Kumpel vielleicht auch zusammen kaufen. Das ist jetzt aber tatsächlich so, wenn man selber ein bisschen bastelt an der Simme oder auch an anderen Mopeds, weil diese Messuhr ist ja universell, die ist ja jetzt nicht nur für eine Simson und die Zündlichtpistole genauso. Aber wenn man jetzt ein bisschen bastelt, dann lohnt sich das schon. Zum einen, weil es natürlich Spaß macht, das selber zu machen. Und zum anderen, weißt du, dass es vernünftig ist. Das sehe ich bei allen Bastelsachen so. Immer wenn du es selber machst, weißt du, dass es gut ist. Im Normalfall. Naja, und wie gesagt, macht ja Spaß, wenn man am Ende des Tages sagen kann, Zündung, ja klar, habe ich eingestellt. Steht perfekt an meiner Simme, habe ich selbst gemacht. So, also, Adapter von der Messuhr, habt ihr vielleicht gerade so nebenbei gesehen, habe ich jetzt eingeschraubt. Die Messuhr an sich mit so einem langen Pin, die misst dann den Hub im Prinzip. Die stecke ich jetzt mal so rein hier. So, jetzt gucken wir mal, drehen hier am Polrad im Uhrzeigersinn, da geht es hoch, 7, 8, 9, tschack, 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 sind wir oben angekommen, jetzt gebe ich immer wieder ein bisschen Spielraum, wir drehen weiter, ja, Spitze. So, jetzt wird es spannend, da zeige ich euch. Ja, wie kriegt man das jetzt hin? So, ihr seht, genau hier, ich drehe einmal rechts rum, einmal links rum und wir haben hier so den Schaltpunkt, sieht man am Zeiger, mal geht er hoch und dann irgendwann geht er runter. Das heißt, da ist OT, der obere Totpunkt vom Kolben, der Kolben ist ganz oben und wechselt von oben in Richtung nach unten. Genau diesen Punkt brauche ich, OT. Ich gucke jetzt noch mal hier genau, wo dieser Wechselpunkt ist und stelle da meine Skala auf 0. Die kann man hier verschieben so ein bisschen an der Uhr. Nicht nur ein bisschen, sondern die kann man halt verschieben. Punkt. So, jetzt gucken wir noch mal, ob wir genau den Nullpunkt haben. Ja, dann hauch noch weiter.
Also jetzt habe ich genau den Punkt, wo der Kolben die Richtung wechselt, auf Null gestellt. Und jetzt drehe ich 1,4 möchte ich gerne einstellen, also Serienmotoren kriegen 1,8 mm. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, 1,6 kriegen welche oder 1,5. Ich möchte gerne auf 1,4 gehen vor OT. Das habe ich gelesen mit einer Wape, die ja hier verbaut ist. Wape und 60 Kubik und 19er Vergaser wäre 1,4 ganz geil. Genau das stellen wir jetzt ein. Das heißt also, ich drehe jetzt hier nochmal zur Erinnerung. Ich habe den hier auf 0 stehen. Jetzt drehe ich links rum. Eine ganze Umdrehung ist 1 mm. So, jetzt habe ich ihn auf 1,4. Jetzt gucken wir. Auf dem Polrad ist ja auch eine Markierung. Im allerersten Video habt ihr gesehen, wie ich die Markierung so ein bisschen nachgezeichnet habe. Ich versuche euch das hier nochmal zu zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Verdammt, ich glaube, das wird überhaupt nichts. Da seht ihr so den blauen Strich da vorne so ein bisschen. Diese Markierung übernehme ich jetzt auf mein Motorgehäuse. Das heißt, das ist genau der Zündzeitpunkt, den ich haben möchte. Der ist ein bisschen versetzt zu dem Zündzeitpunkt, zu der Markierung, die eigentlich an dem Motorgehäuse ist. Hier, ich zeige euch das nochmal. Hier ist ja eigentlich eine Kerbe schon im Motorgehäuse. Die stimmt jetzt aber so nicht mehr. Das heißt, ich nehme jetzt ein Hämmerchen und ein Schraubenzieherchen und mache genau da, wo jetzt mein Polrad steht, die Markierung auf dem Motorgehäuse. So, da gibt man das noch besser sieht, kommt wieder der blaue Filzschreiber zum Einsatz. Glaube, das sieht man ganz gut jetzt. Ich kann euch das ja mal zeigen. So, da eine Markierung ist, die alte, die leicht bläuliche, etwas tiefere ist die neue. Und genau auf diese Markierung. Genau auf diese Markierung stelle ich jetzt die Zündungsgrundplatte, weil wenn man da ein bisschen so reinguckt, sieht man, dass die Zündungsgrundplatte auch eine Markierung hat. Und die Grundplatte stelle ich jetzt passend zu der Motorkerbe, zu der Motormarkierung.
Dafür muss die Zündungsrundplatte so ein bisschen gelöst sein. Das ist sie noch. Und dann gibt es hier so schöne Nupsis, wo man mit dem Schraubendreher rein kann. Und dann stellt man im Prinzip alle drei Markierungen jetzt aufeinander. Und dann zieht man die fest hier. Hier. Und hier. Diese Spannpratzen, die es hier gibt. Ich liebe das Wort Spannpratzen. So ein bisschen nicht drauf geachtet. Kann sein, dass sich das verstellt hat. Ich kontrolliere noch mal. 1 mm 1,4. Ja. Perfekt. Das heißt jetzt Messuhr raus, Adapter raus. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Das war so die mechanische Grundeinstellung. Die haben wir jetzt. Alles wieder schön wegpacken, dass nichts kaputt geht, nichts verloren geht. Aber für den Rest brauchen wir jetzt gleich die Zündlichtpistole. So. Ich muss natürlich wieder eine Zündkerze rein, sonst wird das nichts. Elektrodenabstand 0,4, kann man ruhig mal nachmessen. Habe ich gemacht, war bei mir ein bisschen zu groß. So, Kerze fest. Stecker drauf. Und die Pistole wird angeschlossen. Da gibt es nur drei Kabel. Plus und Minus. Und Zündleitung. Also, wie gesagt, ich habe hier meine Autobatterie stehen, da klemme ich die jetzt an. Plus und Minus. Naja, Zündleitung ist klar, ne? Na komm schon. So, Zündleitung haben wir auch erwischt. Und jetzt geht das gleich los. Jetzt müssen wir das Moped laufen lassen. Ich mache mal die Tür auf, dass ich mich hier nicht vergase. Und dann sage ich das jetzt schon mal, wo es so ein bisschen ruhiger ist noch. Wir lassen die laufen, erhöhen die Drehzahl auf 3000 ungefähr. Jetzt habe ich natürlich kein Drehzahlmesser, das heißt, ich mache das so Pi mal Daumen.
Und dann blitzen wir die an, die Markierung. Die müssen bei 3000 Umdrehungen übereinstimmen. Sollten die verschoben sein, muss man gucken, wie viel. Also ich sag mal vielleicht 3 mm als Beispiel. Und dann müssen wir die Grundplatte entsprechend auch diese 3 mm wieder verschieben, dass sich die Markierung dann im laufenden Betrieb wieder annähern. So, da probieren wir jetzt aber erstmal. Vielleicht haben wir Glück und da passt alles. Müssen wir natürlich erstmal Glück haben, dass das Moped überhaupt will erstmal, ne? Temperatur kann ich schaden. Perfekt. Nehmen wir uns mal dabei. Kann man sehen, ne? Jedenfalls hoffe ich das. Jetzt kann ich natürlich schlecht, weil ich nur zwei Arme habe, schlecht noch Drehzahl geben. Ihr könnt mir aber glauben, auf 3000 sieht das genauso aus. Ich guck noch mal. Verstellt sich nicht, steht. Ja, können wir wieder abklemmen. Ja, ein bisschen rauchig hier, ein bisschen verqualmt. Ja, war keine Hexerei, keine Zauberei. Geht ganz easy. Wie gesagt, hätte der Zündzeitpunkt jetzt nicht gestimmt, also die Markierung nicht gestimmt, hätten wir ein bisschen an der Grundplatte verschoben. Solange, also dann durchaus probieren natürlich, wie gesagt, ungefähr den Abstand merken, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Entsprechend würden wir die Grundplatte verdrehen und dann nochmal neu abblitzen bei Drehzahl bei 3000. Und ja, solange bis es passt. Die Markierungen müssen übereinander stehen. Jetzt tun sie es. Ich baue wieder zusammen, ich baue den Deckel drauf. Ja. Und dann sind wir für heute fertig, ne? Bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß gehabt auch. Ich habe auch Spaß gehabt, jetzt hier die ein, zwei Stunden basteln. Ist mein Hobby, macht mir immer Spaß. Würde mich über ein Abo, über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten haut rein, ne?